Radio 1. Hörbar Brust. Ja, ich habe noch überlegt, ob ich es anmoderieren soll und wollte mich aber für Simply Red nicht rechtfertigen, was ich jetzt im Nachhinein scheinbar tue. Jericho heißt der Song, ich liebe den. Er ist mir neulich mal wieder über den Weg gelaufen und ich habe gedacht, ich lasse diesen Song auch Ihnen über den Weg laufen. Und die, die ihn mögen, haben sich jetzt gefreut. Herzlich willkommen, Radio 1, die Hörbar Rust. Eine Radiosendung, die jetzt seit fast 19 Jahren existiert, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr sitzt hier ein ganz besonderer Gast, eine außergewöhnliche Person, die wir gebeten haben, 8 Songs aus ihrem Leben mitzubringen. Lieder, die für eine Zeit stehen oder für ein Gefühl oder für eine Stadt oder eine Liebe oder einen Verlust oder was auch immer. Und wer mein Gast heute ist, das erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar Rust. Heute mit Leyla Pederyesh. Berlin mag sich einen Namen gemacht haben, wenn es um Clubkultur geht. An dieser Stelle verneigen wir uns voller Zuversicht in alle Richtungen und rufen aus, haltet durch, wir kommen zurück. Also, in puncto Clubs und Feiern ist die Stadt unbenommen ein internationaler Hotspot. Aber Mode? In Berlin wirkt vieles nach wie vor improvisiert. Im besten Falle eklektisch. Und doch gibt es ein paar Modelabels, die mit ihren Kollektionen, ihren Ideen und Shows auch auf internationalem Niveau Anerkennung finden. Leyla Pederyesh gehört mit ihrem Label Lala Berlin dazu. Die gebürtige Iranerin kam mit 9 Jahren nach Wiesbaden, studierte später BWL und landete nach einem 7-jährigen Streifzug durch Fernsehredaktionen eher zufällig im Fashion-Kosmos. 15 Jahre ist Pederyesh jetzt dabei. An die 50 Mitarbeiterinnen beschäftigt sie und damit gehört die 49-Jährige zu den wenigen Personen in Deutschland, die in dieser Branche den Kopf über Wasser halten können. Und zwar ziemlich erfolgreich. Hallo Leyla. Hallo. Wir sind keine ausgewiesene Modesendung, aber im Laufe der Jahre, wahrscheinlich vergesse ich jemanden, aber ich habe mich jetzt erinnert, Michael Michalski war hier, Fiona Bennett, Wolfgang Job, Esther Perwandt vor einem halben Jahr, glaube ich. Ansonsten gibt es gar nicht so viele deutsche Modemacherinnen und Modemacher, wahrscheinlich gibt es ganz viele, aber von denen man auch das Gefühl hat, man kennt die Marke, man kennt den Namen und man weiß in etwa, was sie machen. Ist das ein ganz gutes Gefühl? Kann man das ganz uneitel sagen? Ja, auf jeden Fall ist es ein gutes Gefühl, vor allem wenn man irgendwann feststellt, dass man das seit 15 Jahren macht und das mit Erfolg. Und dass man an so einen Punkt gekommen ist, die Last so ein bisschen von der Schulter fällt. Das heißt, dieses ständige Kribbeln, ist es richtig, ist es falsch, das Zweifeln, dieses Rennen hört ein bisschen auf, weil man einfach ein gut strukturiertes Team hat, das vieles bewegt, und zwar in meinem oder im Sinne der Firma. Und dass die Kunden das angenommen haben, dass sie es lieben und dass du einfach so ein Stück weit dazugehörst und nicht mehr Newcomer bist, der eventuell morgen wieder weg ist. Du bist jetzt kein Startup und musst irgendwie Angst oder Bange haben. Und vor allem jetzt nach dieser Zeit, seit März, festzustellen, dass wir wirklich auf sehr stabilen Beinen stehen und eine extrem loyale Kundschaft haben. Mhm. Und das tut gut. Das befreit und macht einen leicht. Also Last kann ich verstehen in diesem Business. Ich kenne 2, 3 Leute privat,
die Mode machen oder gemacht haben und die voller Trauer Abschied genommen haben, wie man von einer Geliebten oder einem Geliebten Abschied nimmt, weil man weiß, aus uns wird keine Beziehung. Immer wenn wir uns sehen, ist es wunderbar, toller Sex, alles aufregend, alles schön, große Leidenschaft, aber aus uns wird keine Beziehung im übertragenen Sinne. Das heißt, das waren Leute, die haben wirklich ihr Leben, ihre Lebenszeit, ihre Lebenskraft ständig in neue Kollektionen gesteckt. Dann gab es eine neue Messe, dann gab es eine neue Präsentation, dann musste eine neue Show vorbereitet werden. Es war unglaublich schwer für die, wirklich im richtigen Leben Beziehungen zu führen. Aber sie waren so verknallt, sie waren so berauscht von diesem, ich weiß nicht, was das ist, so ein Gas. Das tritt in dich ein und irgendwie wie so Lachgas vielleicht, dass du dich... Wie würdest du Mode beschreiben? Was ist das? Was ist das Bezaubernde daran oder das, was dich so... Ich würde gar nicht so romantisch an Mode rangehen, ehrlich gesagt. Es war eher so ein Pragmatismus, beziehungsweise ich bin da so reingerutscht. Und vielleicht ist das auch am Ende des Tages so ein bisschen der Erfolg, der mir sozusagen zugekommen ist, weil ich gar nicht mit dieser extremen Leidenschaft daran gegangen bin und diesem Wunsch und diesem verkrampften, ich muss etwas erreichen und ich will da drin bestehen und egal, was es koste. Sondern ich bin da reingerutscht, natürlich mit einer gewissen Passion, weil ich einfach Mode mag und Stil sozusagen empfinden habe. Aber es ist irgendwie so geboren worden und ich habe das einfach gemacht. Und dieses Machen hat mich beflügelt und etwas Aufbauen hat mich beflügelt. Und die Last kam erst mit den Problemen und der tatsächlichen Realisation, was mache ich denn eigentlich hier? Ich bin jetzt in der Mode, aber es ist eine Industrie. Was bedeutet das? Ich brauche einen Break-Even-Point. Und ich hatte BWL studiert, also wusste ich, was ein Businessplan ist, wo du dann irgendwann mal bei plus minus null angekommen bist und ab da kannst du schöpfen. Mhm. Und bis ich festgestellt habe, das waren erst 3 Jahre später, dass ich gedacht habe, oh, da muss ich aber noch einiges bewegen. Und jetzt nach 15 Jahren kann ich sagen, ich hab's bewegt. Ja, es bleibt ein bisschen was übrig, endlich bei 50 Mitarbeitern. Aber ich glaube, dass das Problem bei vielen ist, die zu leidenschaftlich sind, natürlich auch die Kreativität, vieles von diesem Pragmatischen nicht loslässt. Das heißt, da schaffst du dann sozusagen die Gratwanderung und die Balance nicht mehr. Okay. Und das zerstört einen natürlich. Wir werden deinen Lebensweg nachzeichnen jetzt. Wir haben Gott sei Dank genug Zeit und beginnen uns deiner Musikliste zu widmen jetzt genau in diesem Moment mit Randy Crawford, Almas. Ein ganz trauriges Lied, das ist dann schon. Ich komme ja aus dem Iran und ich muss ehrlich sagen, wenn man sich so irgendwie anschaut, wie also auch die Musik im Iran ist sehr, sehr melancholisch. Und es ist alles sehr molllastig und es ist alles sehr traurig und ich glaube, ich stehe einfach auf extrem tiefe Musik und muss auch sagen, 8 Songs aus deinem Leben ist sehr, sehr schwer. Aber Whenever I'm Asked, Almas von Randy Crawford is all-time favorite. Macherin Leyla Pedayesh von Lala Berlin ist heute zu Gast und ich liebe diesen Moment, der jetzt kommt, wenn nämlich dieses imaginäre, dicke Fotoalbum
im übertragenen Sinne auf unserem Tisch liegt hier und wir die erste Seite aufschlagen und in dein Leben einsteigen. 1970 in Teheran zur Welt gekommen. Dein Vater Gas- und Ölingenieur. Ja. Deine Mutter, hat die einen Job gehabt oder hat die auf euch Kinder aufgepasst? Also meine Mutter war im Iran eine klassische Hausfrau. Mhm. Und mein Vater war hardworking Batman. Und wir Kinder sind dann in die Schule und Mami war zu Hause, wenn wir da nach Hause gekommen sind. Wir Kinder ist dein 5 Jahre älterer Bruder. Genau. Ja. Genau. Und erinnerst du dich an die, ich meine, ja, du warst 9, als du den Iran verlassen hast. Also hast du wahrscheinlich noch einigermaßen so ein paar Bilder von eurer Straße, von eurem Haus. Kannst du uns da was sagen? Wir sind ein paar Mal umgezogen, also habe ich mehrere Straßen tatsächlich im Kopf und auch mehrere Häuser. Und ich habe die Gerüche auch im Kopf. Es ist ja so trockenes Pflaster, staubig und sobald so ein bisschen Regen. Und die spritzen immer mit Wasser, damit es so erfrischt wird, ne? Und dann haben wir kleine Abflüsse, wo das Wasser sozusagen auch wieder die Wege reinigt. Und diese Gerüche habe ich im Kopf, ja, wenn es heiß war und dann wurde so Wasser gespritzt und dann kommt ja so ein staubiger Geruch. Ich mag das. Weißt du, ja. Hast du in Deutschland ganz selten, aber wenn du irgendwo in den Süden fährst, manchmal rieche ich das auch. Wenn du durch die Straßen gefahren bist und es gibt überall so Straßenverkäufer und je nachdem, was du für eine Jahreszeit hast, wie zum Beispiel im Herbst gab es Walnüsse und die Walnüsse wurden immer frisch geknackt und in Salzwasser sozusagen in Bottichen am Straßenrand verkauft oder rote Beete sozusagen gab es, also immer so zu Zeiten gab es bestimmte Sachen von Straßenverkäufern, die rote Beete, dieser Geruch, dieser süßliche Geruch und dann wurde das aufgeschnitten in Zeitungspapier, dir so überreicht, also so nicht gekocht, sondern gesteamt, gedämpft, das heißt, es war so saftig und süß und dann wurde es aufgeschnitten und du wolltest es eigentlich gleich auf rote Beete, hast du so, rote was Beete. Ist ja eigentlich, die hat ja einen sehr, sehr eigenen Geschmack oder hat die durch irgendwas anders geschmeckt? Weil ich finde, das ist schon schwierig, so nach Erde. Die ist sehr erdig, aber auch sehr süß. Also zumindest bei uns im Iran war es sehr süß und das Süße hat mir geschmeckt. Ja, klar. Also ich habe aber auch immer Salziges geliebt. Ja. Also, oder im Sommer gab es dann so Früchte am Straßenrand. Bei uns gibt es Maulbeeren. Ja. Da gab es die frischen Maulbeeren für eine kurze Zeit. Also das sind so die schönsten Erinnerungen, die ich habe, aber auch natürlich an den verschiedenen Orten, wo wir gelebt haben. Wir haben immer so Flachdächer im Iran gehabt und ich weiß noch, dass ich oft auf das Dach gegangen bin und mir irgendetwas vorgestellt habe und da immer gespielt habe oder da wurden Tomaten getrocknet und dieser Geruch von trockenen Tomaten im Sommer, irre, also den habe ich noch jetzt im Kopf und Warum seid ihr so oft umgezogen? Lag das an dem Beruf deines Vaters? Nee, also wir sind innerhalb von Iran umgezogen. Also erst haben wir im Haus gewohnt. Ich kann dir nicht sagen, warum wir aus diesem Haus rausgezogen sind. Vielleicht war es zu groß, weil mein Bruder ist dann irgendwie 5 oder 6 Jahre, bevor wir nach Deutschland emigriert sind, wurde er aufs Internat nach Deutschland geschickt. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass ihr Verwandte hier schon hattet. Genau. Ja, ja, also die Großeltern sind in den 50ern schon hergekommen. Mhm. Also so genau zur Auferblühung Deutschlands waren die hier und ich weiß nicht, ob es daran lag, ich habe auch ehrlich gesagt nie gefragt, aber wir sind dann von dem Haus in ein super schickes Apartment gezogen und daran kann ich mich auch an die Parkettböden und wie das aufgebaut war und ja, es gibt schon viele Erinnerungen, obwohl ich nicht mal, manchmal treffe ich Leute, die können sich an so viel erinnern, auch was sie gesagt haben. Ich wüsste überhaupt nicht. Nein, das wüsste ich auch nicht. Nee. Nein. Das finde ich auch schwierig. Es ist so schade. Ja. Das wäre so toll, wenn man die Möglichkeit hätte, seinem jüngeren Ich zu begegnen oder sich nochmal beim Leben so zuzugucken, auch ohne einzugreifen oder so. Einfach nochmal zu gucken, weil man so viel vergessen hat. Und ich denke das oft, wenn man so Kindern eine schöne Zeit bereitet und so, denke ich immer schon, Klammer auf, wahrscheinlich wirst du dich nicht dran erinnern, Klammer zu. Mit ein bisschen Glück wird das gute, wohlige, geliebte Gefühl gespeichert, ne, in so einer Zuversicht oder sowas. Hast du denn durch dieses, ich frage nach diesem häufigen Umziehen, weil musstest du dich immer wieder von Freundinnen trennen? Nee, im Iran nicht. Also in Teheran jetzt überhaupt nicht, weil da gab's war ich immer auf der gleichen Schule. Ich war auf so einer englischen Nonnenschule, wo ich kaum Freunde hatte, weil das war irgendwie, wenn, dann war es halt so Familie, ne, die Cousinen, denen ich ganz eng war. Und das ist auch immer noch sozusagen meine einzige Bezugsperson im Iran. Das ist die Yassi, mit der ich groß geworden bin.
Und insofern war das gar nicht so schwierig. Also ich war im Kindergarten, in der Schule, wir sind umgezogen. Du lebst da ja auch so ein Standard wie 10%, 90%. Das heißt, mein Vater als Gas- und Ölingenieur hatte einen Chauffeur, der mich dann, egal wo wir gelebt haben, natürlich zur Schule gefahren hat. Insofern hast du das gar nicht so mitbekommen. Okay. Und es hat mich auch jetzt überhaupt nicht gestört. Also die Erinnerungen an Iran sind eigentlich eher positiv und schön, muss ich sagen. Die sind voller Sonnenschein. Aber wir verlassen den Iran gleich. Erstmal spielen wir jetzt sowieso erstmal Musik, aber dann kommt die Islamische Revolution. Das heißt, diese Zeit in diesem warmen Land mit den besonderen Gerüchen und den Flachdächern. Wir packen jetzt unseren Koffer und verschwinden Richtung Wiesbaden. Aber erst holen wir uns natürlich die kurze Geschichte, aber ich glaube, es hat einfach was mit deiner Kindheit zu tun. Ne? Pol, spreche ich das überhaupt richtig aus? Ja, Pol heißt Pol? Die Brücke. Wie wird die Gruppe oder der Interpret ausgesprochen? Das ist eine Frau, und zwar Gugusch heißt die. Gugusch, wenn man das nachschlägt, also eine wunderschöne Frau, ich würde sagen so ein bisschen Romy Schneider von Teheran. Die war Schauspielerin und Sängerin und war so ein bisschen rebellisch oder Revoluzzer, weil sie halt so super modern war. Und also die war auch eine tragische Person, also eine tragische Figur. Man kannte ihr Leben oder was? Man kannte ihr Leben, man kannte ihr alles. Also die war halt natürlich in allen Gazetten, wenn es damals überhaupt Gazetten im Iran gab. Aber sie war auf jeden Fall immer Gesprächsstoff bei den Müttern. Mhm. Und alle liebten Gugusch, alle. Und wenn du damit aufwächst, also sie war natürlich eine Ikone. Ja, und deswegen habe ich auf jeden Fall einen persischen Song ausgewählt, super, weil ich dachte, der gehört in mein Leben. Ja, gehört rein. از گل بسازیم برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن با تن هم گل بسازیم کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازیم کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب Radio 1 Hörbar Brust. Die Band heißt Fotos und der Song Das Verlangen. Zu Gast ist heute Leyla Pedayesh. Ich möchte Ihnen noch den Hinweis geben, dass es viele Interviews gibt, der Hörbar, die Sie als Podcast noch nachhören können, falls Sie vielleicht jetzt erst auf diese Sendung stoßen oder das Ganze nur unregelmäßig hören. Nina Kunzendorf zum Beispiel, Gentleman oder Franziska Weiß, Desiree Nosbusch, Henry Hübchen, Fritz Karl, war sehr lustig, Sophie Passmann, Joachim Meyerhoff, also viele unterschiedliche Menschen, die Sie sich anhören können im Gespräch in der Hörbar und auch die Musik natürlich, die Sie mitgebracht haben. So, wir verlassen den Iran Richtung Deutschland. Wusstest du, dass ihr nicht zurückkommen werdet? Denn dass es nach Deutschland ging, war jetzt, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Du hast, glaube ich, deine Sommerferien da auch manchmal verbracht. Wir sind fast jedes Jahr nach Deutschland gefahren, weil wir haben ja in Iran 3 Monate Sommerferien gehabt. Und da die Großeltern und die gesamte Familie meiner Mutter in Deutschland gelebt hat, die Onkels und die Tante in Südfrankreich Wohnungen hatten, sind wir dann von hier aus, also wir sind dann nach Deutschland und dann sind wir immer nach Südfrankreich mit der gesamten Familie. Und mein Bruder war ja schon sozusagen da. Mhm. Und als wir dann 79 am Flughafen standen, mein Vater sozusagen über die schwarze Liste da stehen bleiben musste, habe ich meine Mutter in einem Jeans-Overall, ich war in Jeans-Overall, sie trägt nämlich gerade ein, habe ich meine Mutter sozusagen more or less gedrängt, wir müssen jetzt los, ich vermisse einen Bruder, ja, ich will los und habe eigentlich gar nicht realisiert oder habe gar nicht begriffen, was da jetzt los ist. Ich dachte, mein Vater muss jetzt hier kurz noch was erledigen. Und wurde er denn zurückgehalten? Ja, oder? Ja. Also wir sind zu dritt zum Flughafen und sind zu zweit weggeflogen. Und ist das so, wie man sich das vorstellt in so einem Agentenfilm, dass da zwei Männer kamen und ihn zur Seite nahmen oder wie lief das ab? Nee, die waren, glaube ich, an der Passkontrolle, irgendwo an der Kontrolle und wahrscheinlich war es Passkontrolle und als sein Name gelesen wurde, hieß es, er darf nicht ausreisen. Ich habe das damals gar nicht als befremdlich oder
Ich weiß gar nicht, daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich zu meinem Bruder wollte, beziehungsweise einfach raus, Sommerferien. Jetzt bleiben wir hier nicht stehen, der Papi wird schon nachkommen. Und wie hat deine Mutter denn reagiert? Ach, ich wäre froh, wenn ich wüsste, wie sie reagiert hat. Aber ich bin bestimmt, war sie verzweifelt. Die wusste, oder vielleicht hat sie genauso reagiert wie ich, weil sie auch nicht wusste, wie ist das jetzt. Wird er vielleicht jetzt aufgehalten und kommt zurück? Ich weiß auch nicht, wie die Nachrichten damals waren. Ob es schon so weit war, dass gewisse Leute aus dem Schah-Regime umgebracht worden waren, in Gefängnissen saßen. Das weiß ich jetzt. Ich kann es auch nicht rekapitulieren. Aber ich weiß nur, dass ich weg wollte. Vielleicht haben die beiden auch irgendwie schon diese Option einmal durchgespielt, dass sie, weil sonst normalerweise könnte ich mir vorstellen, dass man sich jetzt nicht so unter Kontrolle hat. Sie hätte vielleicht geweint oder gesagt, nein, dann gehen wir auch nicht. Aber sie hat ja offenbar, wollte sie auch vielleicht die Angst nicht auf dich übertragen. Jedenfalls. Das kann sehr, sehr gut sein, weil wenn du das jetzt gerade sagst, kann ich mich erinnern, dass beim dritten Umzug im Iran haben wir dann zuletzt in der Wohnung gelebt und über uns war mein bester damaliger Freund und das war eine jüdische Familie. Also eine jüdische, persisch-jüdische Familie, die sozusagen über Nacht irgendwann Teheran verlassen haben und sich noch verabschiedet haben. Also muss die Zeit schon so weit gewesen sein, dass Leute sozusagen heimlich geflüchtet sind. Und natürlich kann es sein, dass meine Eltern sich darüber unterhalten haben und mir aus Schutz nichts gesagt haben. Das kann gut sein, habe ich aber auch nie nachgefragt. Also es gibt so viele Sachen, die man irgendwie natürlich aus der Erinnerung vergisst und nicht nochmal nachfragt. Mhm. Als du dann mit deiner Mutter in Deutschland angekommen bist, in Wiesbaden gleich? Mhm, ja. Hast du Deutsch gesprochen? Nein, also ich habe kein Deutsch gesprochen und das war auch dann alles ganz schnell so in meiner Erinnerung, war ich dann schon auf der Schule und wusste, dass mein Vater nicht kommt und in der Schule ging es auch jetzt in meiner Erinnerung ganz schnell, ich konnte dann irgendwann Deutsch, ja. Also, wobei Kinder ja auch wirklich schnell die Sprache lernen, ne? Ich war in der vierten Klasse, also ich glaube, da ist es irgendwie, ich wurde da so mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen. Ich weiß noch, dass ich sogar teilweise alleine mit dem Bus wo war das nochmal? Ich weiß gar nicht, Bierstadt nach Eigenheim gefahren bin in Wiesbaden. Richtig, richtig lange Strecke für diese kleine Stadt. Und da zur Schule gegangen bin. Ich kann mich an kaum Schwierigkeiten in der Schule erinnern. Also auch kaum, dass ich irgendwie so angeeckt bin. Du bist einmal sitzen geblieben, in der sechsten. Ja, in der sechsten. Und eigentlich sollte ich auch nicht aufs Gymnasium. Meine Mutter bestand drauf. Also sie ist zu den Lehrern gegangen? Die ist zu den Lehrern und hat mich dann aufs Gymnasium angemeldet. Und da habe ich die fünfte noch geschafft und in der sechsten musste ich dann wiederholen. Aber danach scheint es irgendwie ganz gut gelaufen zu sein. Ja, also die schulische Laufbahn würde ich jetzt nicht als ganz gut bezeichnen. Die ist einfach so durchgelaufen, ja. Aber der Rest ist ganz gut gelaufen, ja. Hast du denn, du hast gerade vierte Klasse gesagt, das ist ungefähr die Zeit, in der man auch da stricken lernt. Ja, das war in der vierten Klasse. Ja? Tatsächlich in der Handarbeitsklasse mussten wir, also es gab zwei Sachen. Es gab einen Teddybär oder eine Schlange. Und meine Freundin Zeniva, das weiß ich noch, so hieß die, außergewöhnlicher Name, die hat sich tatsächlich irgendwie vor kurzem auch gemeldet, die hat auch einen Teddy gemacht. Also ich habe einen Teddy gemacht, sie hat einen Teddy gemacht. Meiner war braun, also braune Pfötchen, weißer Teddy und ihrer war hellblau mit dunkelblau. Und ich weiß noch, dass ihr Strickbild viel, viel besser war als meins. Meins war total so und ihr, es war so perfekt akkurat. Ja, ich war so ein bisschen neidisch, wie die gestrickt hat. Aber genau, diese Teddys mussten wir stricken, stopfen und dann halt sozusagen... Teddys, das ist aber sehr anspruchsvoll. Wir haben damals, glaube ich, Topflappen gemacht und irgendwie so ein, weiß ich nicht, Untersetzer-Quatsch oder so. Das hört sich anspruchsvoller an, glaube ich, als ist. Es waren so, sind ja auch so vier längliche Lappen für Arme und dann gab es einen Körperteil und dann wurden die Beine und die Arme sozusagen dran gemacht. Ja, vielleicht war es also und dann nochmal diese Öhrchen und dann das Besticken vom Gesicht. Das war wahrscheinlich Kinderarbeit. Wahrscheinlich wurden die ganz teuer in irgendeinem Souvenirshop in Berlin verkauft. Die durften wir behalten. Ich sage das deswegen mit dem Stricken, weil falls Sie das nicht wissen, damit ging es los. Also wer Lala Berlin Mode kennt, der weiß, dass ein ganz wie so eine Signature, so ein ganz symbolisches Stück sind. Unglaubliche Schals, unglaublich tolle Tücher. Und
losgegangen ist es auch bei dir mit dem Strecken deiner Absolut. Karriere. Aber das werden wir jetzt erstmal nach dem nächsten Musikstück, meine Liebe. Ich werde dich jetzt treiben durch diese Songs, die du unter Tränen aus dir herausgepresst hast. Denn eigentlich sollten es ja viel mehr werden. Ne? Es sollten nämlich eigentlich 200 werden. Ja, mindestens. Ist auch so toll, wenn wir unseren Gästen, also Mariam macht das ja, meine Redakteurin, die Redakteurin der Hörbar. Und wenn sie dann Kontakt aufnimmt zu den Gästen direkt oder mit dem Management, dann steht da immer schon ganz klar, bitte schicken Sie uns 8 Songs, so. Notfalls 10, falls wir 2 nicht finden, aber eigentlich 8 Songs und wenn es geht, noch ein Stichwort dazu. Und das wurde knallhart ignoriert. Wir kriegten von dir 16 Lieder. Ja, ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Es war so schwierig. Ich wusste gar nicht, was. Ich wusste gar nicht, oh Gott. Let the music play. Barry White steht für? Das steht eigentlich nochmal zurück in Iran. Also ich denke mal, das muss 78, 77 sein oder noch ein bisschen früher. Ich war wirklich ein kleines Mädchen. Und das waren so diese 2, 3 Platten, die mein Vater besessen hat. Oder zumindest ist das in meiner Erinnerung. Und ich weiß, dass ich stundenlang vor diesem Cover gestanden habe von Barry White. Wie sah das aus? Das war der große, relativ breitgefüllige Mann mit dem Bart. Und da waren Frauen mit großen Haaren und weißen Tauben. Und die Frauen waren nackt. Nein. Das war, also ich meine, ein kleines Mädchen aus dem Iran stand vor diesem Cover mit nackten Frauen, verboten. Ich so, wow. Ich habe da wirklich stundenlang davor gesessen und habe mir das angeschaut. Unabhängig davon, dass dieses Stück natürlich mich extrem an meinen Vater erinnert und immer ein Song war, der sozusagen mit einer schönen, sag ich mal, tanzbaren Form von meinem Vater in Erinnerung geblieben ist. Leben deine Eltern noch? Mein Vater ist vor, glaube ich, mehr oder weniger 13 Jahren gestorben. Und meine Mutter lebt Gott sei Dank noch. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I know it's make-believe.
Der Mann mit den nackten Frauen und den weißen Tauben. Barry White. Let the music play. Ja, ja, der hatte, ich glaube, ja, der hat. Der hatte Bums, würde ich sagen. Der hatte Bums, oder? Die Musik hat Bums gemacht. Also, sie hat auch Spaß gemacht. Mit Barry White wäre auch so ein Typ gewesen, der gesagt, Mensch, bleib mir weg mit diesem MeToo-Scheiß, ja, oder? Also, was wollt ihr denn eigentlich alle? Tanzt, sondern geht's euch gut? Ja, genau. So, also, Layla hat stricken gelernt. Sie glaubt nicht ganz so gut wie ihre Freundin, aber wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber ihr habt euch eingegroovt in Wiesbaden, deine Mutter und du. Gab es denn gleich Kontakt zu deinem Bruder? Hat er euch besucht? Habt ihr ihn besucht im Internat? Ja, ja, klar. Wir haben den besucht und haben den dann auch zu uns geholt, weil er sich da überhaupt nicht wohlgefühlt hat und froh war, dass wir endlich da waren und er sozusagen nicht in dieser Einsamkeit leben muss. Mhm. Nur mein Vater ist zurückgeblieben. Er war 14 ungefähr, dein Bruder? 14, 15? Mein Bruder war 14, ja. 15 und ich 19, also das ist auch alles so ein bisschen verschwommen. Habt ihr denn mit deinem Vater manchmal telefoniert? Daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Aber er kam ja dann, was ja auch gar nicht so selbstverständlich war. Nee, das hat, glaube ich, bis über ein Jahr gedauert und er musste fliehen. Also er musste auch sozusagen einen ganz anderen Weg nehmen als wir. Also er durfte tatsächlich nicht raus und hat dann irgendwie alles zur baren Münze gemacht, was wir da irgendwie im Grunde genommen hatten, hat Sack und Pack gepackt und ist über die türkische Grenze nach Deutschland geflohen. Das heißt, er hatte einen wesentlich härteren Weg, aus diesem Land dann sozusagen rauszukommen und ich denke auch mit einer sehr hohen Potenzial an Angst und Verdruss, weil er war natürlich politisch aktiv und er wollte etwas bewegen und er war natürlich dafür, dass es dem Land gut und besser geht und das hat man auch jahrelang und hinterher immer gespürt, dass da diese Resignation über etwas, was passiert ist, nie von ihm abgegangen ist. Und ich glaube, schlussendlich war das auch ein Grund, warum mein Vater über mehrere Schlaganfälle im Grunde genommen sehr früh oder zu einer frühen Zeit verstorben ist. Er hat sich hier nicht mehr zu Hause fühlen können oder sich hier nicht wohlgefühlt. Nee. Für meine Mutter war es ein bisschen einfacher, erstens wegen der Familie als auch wegen der Sprache. Also sie hatte schon sozusagen in ihrer früheren Jugend, bevor sie meinen Vater in Deutschland kennengelernt hat und geheiratet, um zurückzugehen, konnte sie sozusagen bruchteilmäßig Deutsch. Also sie hat das sozusagen relativ schnell wieder aufgenommen. Für uns Kinder war es jetzt überhaupt kein Problem, aber mein Vater war damals, glaube ich, 45. Für ihn wahnsinnig schwierig, als Gas- und Ölingenieur überhaupt Fuß zu fassen in Deutschland, weil da gab es jetzt nicht so viele Pipelines, die man von rechts nach links bewegen konnte. Und zudem kam noch, dass diese deutsche Sprache, ich sage bestimmt diese deutsche Sprache, auch nicht so wahnsinnig einfach ist. Also er konnte Englisch, aber mit Deutsch hat er sich angefreundet, aber er war auch fleißig und hat es auch gelernt. Aber es war jetzt natürlich nicht irgendwas, womit er sich dann behaupten konnte, so für sich. Ne? Mhm. Weil er wäre auch, glaube ich, lieber nach Amerika gegangen, aber das wollte meine Mutter nicht unbedingt. Wir haben vorhin, als die Musik lief, nochmal drüber gesprochen, dass der Iran damals vor der Islamischen Revolution ein ganz modernes, offenes, junges Land war. Ja, es gibt so Fotos, also unter dem Schah, es ist unglaublich vieles mit Sicherheit auch gewesen, was politisch nicht in Ordnung war. Aber jetzt einfach der harte Kontrast, der dort stattgefunden hat, was so das öffentliche Leben und die Freiheiten der Individuen und auch die Stellung der Frau angeht. Ne, das hat sich ja komplett verändert. Du meinst verändert von jetzt oder von vorher auf dann? Von vorher auf dann. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Grund der Revolution gewesen, logischerweise, dass dieser Vollzug im Grunde genommen viel zu schnell war für die gesamte Bevölkerung. Dass in Teheran natürlich ein kleiner Teil der Elite in Anführungsstrichen natürlich genau dieses moderne Leben extrem gelebt hat, so wie auch meine Eltern oder meine Mutter, die in den kürzesten Miniröcken und topierten Haaren und blauen Lidschatten rumgelaufen ist. Im Gegenzug, dass wenn du jetzt sozusagen auf der Straße irgendwo an einer Kirche, wollte ich schon sagen, an einer Moschee vorbeigekommen bist, schwarze Chador gekleidete Frauen gesehen hast, ja, also das ist schon ein Bruch und das ist aber nicht über Jahrzehnte passiert, sondern von heute auf morgen im Grunde genommen, ja. Und ich glaube, das war für die Bevölkerung, deswegen halt nochmal die Revolution, nicht so wahnsinnig einfach, das einfach so hinzunehmen. Aber ja, ich bin in dieser modernen Welt im Iran aufgewachsen, in diesem modernen Teheran, wo ich im Grunde genommen gedacht habe, dass das das ist. Aber ich habe beides gesehen auch. Mhm.
Du wolltest Schauspielerin werden als junges Mädchen, stimmt das? Ja, also ich sage das immer, wenn man mich fragt, aber so, ich glaube, als ich 15, 16 war, hatte ich schon die Tendenz und fand auch, dass ich, glaube ich, Talent habe oder ich fand mich dafür absolut berufen. Und immer wenn es darum ging, irgendeine AG zu machen, früher gab es ja AGs, Arbeitsgemeinschaften, mhm. und ich wollte dann Theater machen, hieß es, nee, du musst Informatik machen, dann wollte ich Fotografie machen. Aber das durftest du? Informatik. Fotos. Fotos durfte ich, ja, das habe ich dann gemacht. Und später in der 12. durfte ich auch Theater machen, weil da hat man mich dann nicht mehr gefragt oder ich habe nicht mehr gefragt. Und dann habe ich das auch gemacht. Aber ja, das war irgendwie so ein Berufswunsch, der aber niemals in Erwägung gezogen wurde, weil das nicht, also das war nicht relevant. Das wurde überhaupt nicht gefördert. Mhm. Das wurde auch nicht befruchtet, sondern wurde eher niedergemacht und nichtig. Also damit kann man jetzt kein vernünftiges Bild darstellen. Und bei uns gibt es ja irrsinnig viele Mediziner aus dem Iran, mhm. sehr gute Mediziner. Also das sind so die wahren Berufe, Mediziner, Anwalt, Ingenieur. Das ist so, das ist das, mehr gibt es eigentlich auch nicht. Du hast BWL studiert, also hast du das ziemlich schnell nach dem Abitur gemacht oder hast du dir zwischendurch, hast du dir eine Auszeit genommen? Ich habe mir Zeit genommen, ja? Wie viel? Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, 3 Jahre, weil ich wollte dann als Kompromiss Kreativität und irgendein Studium, was die Eltern akzeptieren könnten, wollte ich Innenarchitektur studieren, war aber jetzt nicht so talentiert, meine Mappe ist, glaube ich, durchgefallen. Jetzt nicht, also das Zeichnen war jetzt nicht so die größte Stärke. Und dann habe ich im Inneneinrichtungsladen gearbeitet, tatsächlich für 2 Jahre. Und dann bin ich von dort aus und habe parallel Kunstgeschichte studiert. Und dann irgendwann habe ich einen Freund kennengelernt, dessen Schwester auf dieser Schule war. Und das klang alles wahnsinnig vernünftig. Dieser Business School, ja, dieser genau, in Bad Homburg. Mhm. Und es waren auch Perser. Und die Schwester war da und dieser Freund hat das natürlich irgendwie zu Hause bei uns reingetragen und das war natürlich sehr vernünftig und da dachte ich, okay Leila, jetzt beruhig dich, beruhig deine Eltern, mach jetzt irgendetwas, schließ irgendwas ab, was denen auch irgendwie etwas zurückgibt von dem, was du glaubst, dass du ihnen schuldest, ja. So, und da habe ich das gemacht. Creep hast du mitgebracht von Radiohead. Damit würden wir jetzt inhaltlich total springen und schon etwas vorwegnehmen, wo wir noch gar nicht sind. Deswegen halt es bitte aus, dass wir den Song einfach spielen und die Erklärung dafür nachreichen. Gut. Ja, gerne. Radio 1. Hörbar Brust.
Radio 1, die Hörbar Rust, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Und wenn Sie den Hörbar-Podcast abonnieren wollen, dann gehen Sie doch bitte auf die Hörbar-Seite. Dort werden Sie ganz einfach durch das Menü geführt und so bekommen Sie Woche für Woche ein heiteres, lehrreiches, informatives, unterhaltsames, wunderbares Gespräch. Heute mit der Modeschöpferin Leyla Pedayesh, die das Label Lala Berlin macht. Und das von 1993 bis 1997 internationales BWL, also International Business studiert in Bad Homburg. Und hast du da Blut geleckt? Hast du das Gefühl gehabt, okay, aus mir wird so eine Businessfrau? Nee, überhaupt nicht. Als okay. Ich aufgehört habe. Aha. Und alle ihren Abschluss hatten, dachte ich, also das Letzte, was du jetzt möchtest, Leyla, ist in irgendeiner Agentur, in so einer Marketingagentur, irgendwelchen Menschen irgendetwas andrehen, was sie nicht brauchen. Das ist wirklich das Letzte, was ich wollte. Und ich wollte auch nicht zu irgendeiner Bank gehen, ich wollte auch nicht zu irgendeiner Investmentfirma gehen. Mhm. Also alles, was sich da geboten hat oder was sozusagen rechts und links irgendwie so sich so wirklich beworben hat, dachte ich, no, this is not what I want. Mhm. Ja, und so habe ich mich irgendwie über Freunde habe ich mich dann bei einer Filmproduktionsfirma, also wieder Film, ne, bin ich wieder irgendwie bei Film und Musik, bin ich dann nach London und habe dort bei einer Filmproduktionsfirma so ein Praktikum gemacht und dann fand mich der Chef eigentlich potent im Sinne von, dass er mich dann nach München geschickt hat, um eine Dependance für seine Filmproduktionsfirma aufzubauen. Und da habe ich mich irgendwie auf einmal wieder beim Türklinken putzen entdeckt. Ja, so, weil ich musste dann Werbeagenturen anrufen, ob sie jetzt irgendwie eine Produktionsfirma aus London war. Da dachte ich mir, also das ist jetzt nicht wirklich das, was ich wollte. Und habe dann währenddessen mich dann beim Fernsehen beworben, weil ich irgendwas gelesen habe und bin dann sozusagen zu TM3 nach München. Also ich war dann schon in München und bin zu TM3 Bavaria Filmstudios gelandet und habe da eine wahnsinnig witzige Sendung gemacht, die hieß Leben und Wohnen und wir haben sie immer gerne Kleben und Klonen genannt, weil da wurden so diverse Sachen gebastelt für Weihnachten und für Ostern und Blumengestecke und hat natürlich mich zurückgebracht zu der Inneneinrichtung. Ne? Es hat, und zur Kreativität. Genau, genau, also ja. Es hat, ich habe immer so dann irgendwie irgendetwas wieder aufgefangen, womit ich natürlich auch was vorzeigen konnte. Insofern bin ich dann so in der Redaktion und in München bin ich dann von Leben und Wohnen zu einer freien Produktionsfirma und habe, ich nenne es immer so schön gerne, Blut- und Eitergeschichten gemacht für RTL Explosiv. Und dann bin ich von warte, da. Warte. Also das heißt, du hast wirklich, du warst verantwortliche Redakteurin für diese Stücke. Das ist Sigrid. Sigrid hat gerade ihren Mann umgebracht mit der Axt. Wirklich? Ja. Und ich bin dann dahin gefahren und habe geguckt, ob da irgendjemand irgendwo ist und habe versucht, die Geschichte herauszukriegen und aus den Menschen alles rauszuquetschen, was man eigentlich nicht rausquetschen will. Und wir hatten auch so tolle Mentoren, die dann gesagt haben, worum es geht und warum du die Geschichte kriegen musst und wie toll es ist, auch diesen Menschen damit zu helfen, wenn sie diese Geschichte auch schreiben bzw. erzählen. Ich habe es auch kurzzeitig geglaubt, bis ich dann an so einen Punkt gekommen bin und dachte, ich bin hier kein Richter, ich möchte das nicht, das ist mir wirklich zu dirty. Und als ich das realisiert habe, bin ich zu MTV und habe da eigentlich recht viel Spaß gehabt. Und da kam auch Creep eigentlich ehrlich gesagt her, weil das war so meine MTV-Zeit, da war Radiohead. Und also MTV hat schon Spaß gemacht, waren fast 3 oder 3,5 Jahre, die ich in München dort verbracht habe, war super. Bis es irgendwie nicht mehr super wurde, es gibt eine... bis die Frösche kamen. Kennst du noch die Jamba-Frösche? Die Klingeltöne? Ja. Um Gottes Willen. Das war so die Zeit, wo ich dann gesagt habe, ey, was ist denn hier los? Also die Ad-Sales, die Klingelfrösche haben nämlich das Geld gebracht. Ad-Sales war sozusagen der Verkauf von Werbeeinheiten. So war unsere Abteilung Ad-Sales, hat dann das Programm bestimmt. Welche Werbung ja, muss gespielt werden, um welches Programm sozusagen auszurichten? Und so wurde das immer mehr und mehr kommerzialisiert und auch die Sendung und die Inhalte, auch die Musik, es war nicht mehr so frei. Also Radiohead wurde nach wie vor gespielt, aber wenn jetzt ein neuer Song kam, der nicht von Radiohead war, aber ähnlich gut war, wurde der gegenüber einem Jamba-Titel wahrscheinlich fallen gelassen. Was macht eigentlich Jamba?
ich weiß nicht, vielleicht gibt es die gar nicht mehr. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Die haben nur wahnsinnig viel Geld abgeräumt, glaube ich, in den Jahren. Und sind so zu Start-up-Millionären geworden. Ach so, okay. Ich glaube, also ich kann mich auch irren. Ich habe was gelesen, dass du Rockumentaries gemacht hast. Also ja. Das heißt, du hast Bands begleitet, hast Dokumentationen gemacht. Und das habe ich aber auch nur in einer einzigen Quelle gefunden. Deswegen weiß ich nicht, ob es stimmt. Aber wenn es stimmt, wäre es eine interessante Geschichte. Du hast die Bösen Onkels begleitet. Ja, also das Format, für das ich gearbeitet habe, hieß MTV Masters. Und es war so das einzige einstündige Format, was es gab. Ich glaube, sonntags immer eine Stunde von 17 bis 18 Uhr MTV Masters. Und ich habe nicht so oft Bands begleitet, weil mehr oder weniger bekamen wir Footage aus international, also London oder Amerika. Und was mein größter Job war, sozusagen das Ganze zusammenzuschneiden, subtiteln und die Geschichte sozusagen in Bildern wieder neu aufzuerzählen. Bei den Bösen Onkels war das jedoch, da die Freundin meines Bruders im Management gearbeitet hat, hatte ich einen relativ guten Bezug zu den Onkels. Und eigentlich haben die Onkels mit MTV nie was gemacht und eigentlich wollten die nie was mit MTV machen. Und durch mich sind sie im Grunde genommen, haben die sich geöffnet und ich habe sie begleitet und habe über 1,5 Jahre immer wieder auf Konzerten gewesen, Interviews lange gemacht und habe das dann mit viel Liebe und auch mit viel Einsatz zusammengeschnitten. Und das Ende war sehr tragisch und das war auch der Grund, warum ich MTV verlassen habe. Das Ende war, dass meine Redaktionsleitung damals, ich würde sagen, die war leicht links angehaucht, nicht so ganz konform war mit der Aussage, der neutral-objektiven Aussage dieses Berichts. Bei Britney Spears konntest du ganz neutral sein, ja, also bei Madonna auch, da gibt es nichts zu kritisieren, weil das ist ja eine lebende Künstlerin, die wahnsinnig wichtig ist. Und bei Bösen Onkels musste ich diese rechtsradikale Einfluss oder diese Jugend sozusagen herausbeschwören und die auch in so einen Corner, in so eine Ecke schieben. Warte ganz kurz, ich muss nur um es nochmal nachzuvollziehen, falls es jetzt auch Leute gibt, die Bösen Onkels nicht kennen oder das nicht einordnen können. Also die sind schon im Ruf gewesen, dass sie rechtsradikal sind. Ja. Oder zumindest mit Rechtsradikalen auch sympathisieren. Und, dass natürlich viele Fans natürlich aus dieser Richtung kommen, weil, wie auch immer, ich meine, deutsche Musik, ich glaube auch in vielen anderen, also Konzertsälen, also ne, wenn dieser Sprachchor hochkommt, dann kriegt es sowas Nationalistisches auch. Und das ist bei den Bösen Onkels vielleicht ein bisschen stärker gewesen als bei anderen Bands. Aber am Ende des Tages habe ich mir die Band angeguckt und habe mir die Protagonisten angeschaut und habe mir deren Geschichte angehört und habe darüber etwas berichtet. Waren denn die Texte, wenn ich das frage ich jetzt nicht, weil ich dich irgendwie überführen will oder so ganz, ich kenne die Musik nicht, waren denn die Texte tatsächlich, wenn man es objektiv sagt, frei von politischen Tendenzen? Fand ich schon. Okay. Ich fand schon, aber vielleicht bin ich auch naiv. Das kann auch sein. Und also wie naiv wirkst du nicht. Aber ich fand jetzt nicht, dass die irgendwelche Parolen hatten, irgendetwas irgendwie was in diese Richtung zu bewegen. Und ich habe das immer so gesehen, dass das vielleicht irgendwann mal der ein oder andere ein Skinhead war, als er 14, 15, 16 war und dass er aber in der Zwischenzeit ein 35-jähriger Mann ist, der immer noch ein Rocker ist und sicherlich noch irgendetwas in sich trägt, aber vieles gewandelt hat. Und ich fand, dass die für mich eher so eine Vorbildfunktion waren, wie man sozusagen aus der Gosse, aus dem, wie man mal war, gedacht hat und was falsch sein könnte, zu dem geworden ist, dass sie was erreicht haben, weißt du? Und das war für mich das Wichtige, die Vergangenheit in einer gewissen Form liegen zu lassen und auf das zu gucken, was das Ergebnis heute ist und was man heute bewirkt. Und das war, glaube ich, nicht so gern gesehen. Sie haben deinen Schnitt verändert und daraufhin hast du dann, also es ist nichts anderes als Zensur dann ja in dem Fall. Genau, ich habe dann gesagt, ich unterschreibe das nicht, möchte auch nicht, dass mein Name dahinter steht. Und kurz danach, also ich bin dann nach Berlin, ne, wollte dann nicht mehr in der Münchner Redaktion sein, wollte mit dieser Redaktionsleitung nichts zu tun haben. Bin dann nach Berlin, habe dann nochmal mit der Anastasia diese tägliche Live-Sendung gemacht. Und irgendwann war es an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, it's over now. Muss weiterziehen. Und jetzt weiterziehen. Gut, gut, dass du weitergezogen bist, denn irgendwann kamst du auf diesen Flohmarkt. Genau. Wunderbar. Und da, was ist denn, wie heißt das nochmal? Sternenstaub, Feen. Was passiert jetzt? Aber erst Musik. Du weißt, wie das hier läuft. Noch ein Song aus München. Allowance. Ja, das ist noch aus München tatsächlich.
Gut, das lassen von wir Isolé. Isolé. Lassen das wir ist ein wahnsinnig schönes elektronisches Stück, das ich über meinen damaligen DJ-Freund in München kennengelernt habe. Oh, und dann möchte ich nachreichen, als eben die Musik lief und das Mikro aus war, sagte Mariam, und woher kennst du? Und dann sagte Leila, wie aus der Pistole geschossen, vom Raven. Coole Antwort, oder? Pedayesh ist heute hier zu Gast. Lala Berlin, das Label werden Sie sicherlich kennen. Und bevor wir jetzt in deinen harten Business-Alltag einsteigen, in deine Firmengründung und so weiter und uns das alles anhören, es gab eine Zeit, da hast du dich rausgeklinkt, bist nach Indien gegangen, stimmt das? Für 4 Monate. Das war ehrlich gesagt direkt nach MTV, wo ich nicht wusste, was jetzt mit mir passiert. Ich hatte so ein bisschen auch so eine Midlife-Crisis. Als Frau hast du das ja, glaube ich, früher als Mann. Mhm. Und dachte irgendwie, ich mach das nicht mehr. Und ich habe damals, ich weiß noch, ich habe meinen Vater angerufen, meine Mutter, und habe denen gesagt, dass ich bei MTV aufgehört habe. Du warst Mitte 30 ungefähr, ne? Ich war gerade 30 geworden. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, weil ich habe mich ja immer so ein bisschen unter Druck gefühlt von meinen Eltern im Grunde genommen, für die irgendetwas darstellen zu müssen oder irgendetwas zu machen, auf dem eigenen Beinen zu stehen, damit sie mich nicht mehr irgendwie unterstützen müssten oder keine Sorge haben müssten. Insofern war der Bruch zu MTV natürlich irgendwie eine gewisse Form von Arbeitslosigkeit. Und ich weiß noch, dass mein Vater damals gesagt hat, Hauptsache, du wirst glücklich. Hauptsache, du fühlst dich gut dabei. Und das war so ein Befreiungsschlag, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ich könnte jetzt noch drüber weinen, wenn ich das so sage, weil das war wie so, okay, ne, go, do whatever you want. Was er mir natürlich 30 Jahre lang nicht ein einziges Mal gesagt hat, weil wenn ich eine AG machen wollte, wollte er lieber, dass ich Informatik mache. Und dann bin ich irgendwie so auf so einer Selbstfindungsphase gewesen, okay, was wird aus mir, was ist mit mir und wo soll ich hin? Und dann habe ich einfach sozusagen meine Sachen gepackt und bin nach Indien, weil ich schon immer nach Indien wollte. Ich hatte auch da Lust, die Farben und die Gerüche zu spüren. Und dann bin ich nach Indien und habe da 4 Monate verweilt, bin sozusagen von dem vom Süden, also nicht ganz Süden, sondern von Goa ganz hoch nach Dharamsala, bin dann am Ende in einem buddhistischen Schweigekloster geendet. Geendet hört sich komisch an, aber habe da sozusagen mein Schweigeseminar gemacht für 14 Tage und kam selig irgendwie, glaube ich, aus Indien wieder nach Deutschland. Und darf ich dich fragen, wie... bist du alleine gereist? Ja, ich bin ganz alleine gereist, was auch für mich was ganz, ganz Neues war. Ich bin da alleine hin und habe mir immer so... Und dann bist du aber eigentlich in Indien, wenn du... Also damals war es so, bist du nie alleine, weil du lernst Leute kennen und dann zieht's dich sozusagen über mit dem Wetter immer weiter hoch. Also umso heißer es wird, umso weiter hoch in den Norden gehst du. Mhm. Und so triffst du sozusagen auf verschiedenen Etappen. Und dann gibt's so Etappen, wo alle irgendwie sich immer wieder treffen. Und dann deswegen bist du dann irgendwann im April war das, bist du dann ganz oben im Norden, weil sonst wird's zu heiß im Süden. Und da war dieses Kloster. Wusstest du, dass das für dich ein Anlaufpunkt sein würde? Nein. Dass ich überhaupt ins Kloster gehen will, hat sich dann entwickelt, als ich selber in Dharamsala war und alle, das ist ja ein ganz heiliger Ort. Das ist ja so viel Spiritualität. Da sind ja so viele Menschen, die alle irgendetwas machen, was mit Spiritualität zu tun hat. Ob es jetzt Yoga ist, ob es Meditation ist, ob es eine Klangschale ist, ob es
Gesang ist, ob es egal was, ja. Das ist wie auf dem Campus zu sein in der Uni, wo wirklich jeder über seinen Fachbereich spricht. Egal wen du triffst, da geht's um genau das, ja. Was hast du gemacht? Ich habe gerade meditiert, der andere hat Massagen gemacht und natürlich, also, und dann ging's um gesundes Essen, was sowieso in Indien vorherrscht, weil die auch sehr wenig, die Buddhisten essen ja kein Fleisch, also ist alles sehr vegetarisch. Und insofern hat sich dieses Schweigekloster für mich im Grunde genommen irgendwann offenbart, weil es andere Leute gemacht haben. Da gab es auch Vipassana, was die härtere Version war von dem Schweigekloster, wo ich reingegangen bin, weil bei Vipassana sitzt du im Grunde genommen 2 Wochen lang fest auf dem gleichen Platz, oh, more or less, also sehr extrem, und redest einfach natürlich mit niemanden und bist wirklich für dich. Und das ist schon hardcore. Und bei dem buddhistischen Schweigekloster war es eher so, dass du halt nochmal so diese buddhistische Lehre mitbekommen hast. Du durftest zwar auch nicht reden, weil Schweigekloster, aber du hast diese Lehre noch so beigebracht bekommen. Also da war nochmal ein bisschen was anderes, außer jetzt 4 Stunden am Tag zu meditieren. Bist du klargekommen damit, mit dieser Stille? Ich bin klargekommen. Sofort? Ja, ich hatte es mir ja auch so ausgesucht. Ich wollte das. Ja, das eine ist ja, was man sich darunter vorstellt, und das andere ist ja, ist vielleicht wie beim Fasten. Ich habe das eine und das andere noch nicht gemacht, aber das ist ja nicht wenig Zeit. Und ein Tag hat doppelt so viele Stunden, wenn man sich nicht mit den klassischen Dingen ablenken kann. Ich glaube, das darf man auch nicht ganz unterschätzen. Konntest du? Du hattest ein Programm. Du hattest natürlich ein Programm von morgens aufstehen sehr früh, dann frühstücken in so einem riesen Saal. Dann gab es genauso wie so eine Art Schule. Dann gab es wieder Meditation. Dann gab es so eine Nachmittagsschule. Und dann wurde wieder meditiert und dann wurde geschlafen. Also du hattest sozusagen eine Art Rhythmus, der dich auch davon abgehalten hat, jetzt irgendwie dich da, so wie du sagst, diese Zeit als extrem zu empfinden. Weil wahrscheinlich gehört das, kann ich mir da vorstellen, zu diesem Selbstreinigungs- und Selbsterkenntnisprozess, dass man sehr wohl auch das Gefühl hat, es nicht auszuhalten. Hast du einmal heimlich so, gemacht oder so? Ich glaube nicht, aber ich habe, glaube ich, oft gelacht. Gerade bei den Lehrstunden habe ich gelacht. Ist das so ein Humorreflex, weil man dann mit so Leuten zusammensitzt und alle gucken ganz ernst und versunken und niemand sagt was und plötzlich, ja. Und musste jemand mitlachen? Manche haben mich, glaube ich, schräg angeguckt, wenn ich mich nicht irre. Wir haben sogar den Dalai Lama besucht. Also wir sind ja, also weil das ja direkt da angesetzt ist, und dann gab es da auch mal einen Besuch darunter, und dann war aufregend, war eigentlich total schön. Könntest du dir das für heute vorstellen? Ja, habe ich mir erst letztens wieder überlegt, dass ich das gerne machen würde. Okay. So. In Meditation sowieso toll. Ja, also. Aber bist du religiös oder bist du spirituell oder weder noch? Oder? Also ich weiß nicht, was ich davon. Also religiös bin ich nicht, weil ich nicht aufgewachsen bin religiös. Aber und die Spiritualität habe ich jetzt mehr und mehr und mehr angenommen im Sinne von dass da eine Energie ist und dass diese Energie eigentlich was Gutes hat und dass diese Energie uns dahin gebracht hat, wo wir sind, jetzt nicht in diesem jetzt negativen Sinne, schau mal, wo wir sind im in der Apokalypse, nee, dass wie sich die Menschheit entwickelt hat und dass da irgendetwas ist, ne? Also auch das, was man sich irgendwann mit 12, 13, 14 fragt, wo kommen wir her und wie sind wir entstanden? Und das hat ja schon auch was mit Spiritualität zu tun und mit dem Glauben. Und habe festgestellt in dieser Zeit, dass natürlich der Glaube viel den Menschen gegeben hat, was die Spiritualität auf der anderen Seite vielen Menschen gibt. Und dass am Ende alle das Gleiche erzählen. Ja? Also der eine erzählt von Gott, der andere erzählt von Jesus, der andere erzählt von einer Energie und von einem Bewusstsein. Mhm. Unterschiedliche Lehren, unterschiedliche Ansätze, aber am Ende geht's alles um die Liebe und das, was du aus dem Herzen heraus sozusagen im Guten meinst. The Sound of Violence hast du mitgebracht, Caches. Auch ein toller Song, ich glaube, es ist der erste, einzige tanzbare Song, weil ich tanze auch ehrlich gesagt wahnsinnig gern. Wir haben uns auch gerade darüber unterhalten, dass es für Menschen in unserem Alter keinen Club gibt, wo wir einfach mal tanzen können, unabhängig davon, dass diese Zeiten jetzt gerade tanzen in Clubs nicht zulassen. Aber das war auf jeden Fall ein super Song. Berlin, Ibiza, das war so eine Zeit, wo ich einfach, glaube ich, so Clubzeiten, Tanzen, das verbinde ich damit. Hast du das krachen lassen? Ich glaube, ja. Down.
to blue, I've fallen into my own senses. Another night, another day, it's better this way, let the music play. Oh my heart, only you can know how I feel. Every day is an ordeal to get by. Melancholy, I'm a soul, broken skin, mercury rising. I wanna be inside of you. When the sun goes down, as long as I'm gonna be around you. When the sun goes down, yeah, I feel like I wanna be inside of you. Radio 1. Hörbar Brust. Pocket full of promises, baby empty bellies. Poverty and democracies and political rallies. But who the rich are lobby for? Using it for votes. Pretending me you're sorry for them winning, it's a joke. I'm sick of trick-or-treaters in costume disguises, leaders. Charismatic public speakers, false prophet and fake healers. Articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes. In front of TV camera with an innocent approach. No more lies and fallacies, one apologies. Trying to ask, please, when I squeeze on you upon your knees. Justice or else is the minister of Farrakhan. Some me stand up a garden oath with my Glock up in my hand. If I take it literally, fuck you, geez, I'm kinda sorry. But smarty need for answer what them really do to pretty. Give me the microphone, I make me rep the innocent. Paying recompense for money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much fucker piled up, get the thing them eyed up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air. Cause I want bumps them better for it. We got the juice, I make the youth them better for it. Cause I'm a fighter, yeah, hey. If you want me, put up your lighter. Leyla Pedayesh ist heute hier zu Gast. So, da kommt man also aus Indien und läuft hier so durch Berlin. Berlin ist ja nicht eine Stadt, im Gegensatz zu Hamburg beispielsweise, wo man das Gefühl hat, dass jeder einen Plan hat. Ja, ich habe lange in Hamburg gelebt und da habe ich so, zum Schluss habe ich da in Eppendorf gewohnt und mir kamen nur gesunde Menschen entgegen, bei denen ich merkte, ihr habt einen Lebensplan. Und hier in Berlin ist es ja oft so, dass man Menschen begegnet, die so trudeln, die so auch nicht so genau wissen. Immer noch? Ja, finde ich immer noch. Ja, es hat vielleicht nicht mehr so dieses Verspielte, möglicherweise. Vielleicht hast du recht mit deinem Einwand. Vielleicht hat sich das verändert. Ich glaube, das hat sich verändert. Ich glaube, dass vor 20 Jahren, als ich hergekommen bin, habe ich das Gefühl auch gehabt, weil ich war ja genauso. Mhm. Kam hier hin und eigentlich wusste man gar nicht, was man machen will. Und dann war es so einfach und konntest dir eine gute Wohnung leisten. Dann bist du dann irgendwie da Wahnsinn, mal, ne? Was auf eine Party. Was für Riesenwohnungen für kein Geld. Jetzt kannst du überhaupt nichts mehr bezahlen. Das ist unglaublich. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Ja, da hat sich vieles geändert, das stimmt schon. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es in Berlin im Vergleich zu anderen Städten immer noch so mehr Leute gibt, die so planlos sind, ohne dass sie jetzt mit Mitte 40 noch, weiß ich nicht, keine Ahnung, bei ihren Eltern wohnen oder so. Also irgendwas hat man schon gemacht, aber die Zufriedenheit ist vielleicht eine andere oder weniger ehrgeizig, ich weiß nicht. Ich glaube, diese Stadt ist weniger ehrgeizig. Du warst auf dem Flohmarkt. Ja. Und hast dort, so geht die Legende, bei jemandem selbstgestrickte Pulswärmer gesehen. Die haben dir gefallen. Hast du die gekauft? Hast du die mitgenommen? Also ich war auf dem Mauerpark, auf dem Friedhof. Eines Tages, aber noch nicht jetzt. Nein, auf dem Flohmarkt. Möchtest du eigentlich, möchtest du ein Grab? Also möchtest du auf einen Friedhof? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken. Oh, das musst du. Du hast doch ein Testament in deinem Büro hängen. Ja, woher weißt du das? Ja, das habe ich irgendwann mal, bevor ich irgendwo hingeflogen bin, ich so, okay, ich brauche jetzt ein Testament. Ich habe so eine Angst, dass ich irgendwie sterbe. Und da habe ich ein Testament geschrieben. Ein Satz oder so. Alles, was mir gehört, soll meine Tochter kriegen. Das genau. Ist dein Testament. Das ist ja witzig, dass du das weißt, ja. Und irgendwann habe ich das dann auch abfotografiert und meinem Anwalt geschickt. Okay, aber jetzt nur mal eine Minute. Lass uns eine Minute überlegen, ob könntest du dir vorstellen, möchtest du das in ferner Zukunft? Don't panic, ist auch kein schlechtes Omen jetzt, ich verspreche es dir. Ja. Es sei denn, du läufst gleich mit geschlossenen Augen über den 17. Juni oder so, dann kann ich natürlich für nichts garantieren. Aber möchtest du unter einem Baum anonym begraben werden oder könntest du dir vorstellen, dass deine Leute, deine Freunde ein Grab besuchen? Ich habe ja bisher nicht geheiratet. Ich werde ja 50. Vielleicht wird das ein Riesenfeier in Italien. Wie geht denn der Satz jetzt zu Ende? Naja, weil ich dachte, okay, also wie kann man denn das jetzt irgendwie,
Weil ich finde irgendwie so Feiern immer so ganz schön und dass Menschen sich treffen, aber wenn ich mir das recht überlege, sind dann auch alle meine Freunde dann, wenn ich nicht unbedingt übermorgen, sondern in 20, 30 ja, Jahren, ja, dann habe ich ja da so ein Altersheim, das feiern sollte. Also vielleicht dann doch keine große Feier. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil es könnte sich total ändern. Ich finde ja diese, wie heißen die, die Staub-, Luft-, Wasser-Begräbnisse ganz gut, wo man sich dann irgendwie einfach so durch die Luft fliegen lässt. Finde ich irgendwie ganz romantisch, habe ich immer das Gefühl. Dann bist du halt auf der ganzen Welt verteilt. Ja, und wir tragen ja alle gerade Masken. Das heißt, wir atmen auch die anderen nicht aus Versehen noch ein oder so. Ja, stimmt. Ja, gut. Okay, also zurück zum Flohmarkt. Du hast diese Pulswärmer gekauft und die haben dir, hast du dir die angeguckt zu Hause und hast gedacht, die sind ja nicht nur warm, die sind ja auch sehr schön. Ich mach die. Also ehrlich gesagt, ich habe die gekauft und wir waren ja Anfang der 2000er und irgendwie war da auch schon dieses ganze Sportiness da und die haben, wir haben ja da auch früher so Pulswärmer also angehabt, ne, so zum Schweißbänder hieß das, ja. Und ich dachte, das ist aber eigentlich ganz cool, jetzt wieder Schweißbänder in Form von, also es war ja auch so kalt, Berlin ist einfach auch kalt, das hält deinen Puls warm, also wird dein Körper sozusagen richtig zirkuliert. Weil wenn du dir die Pulsstellen, also deswegen auch ein Schal am Hals und dein sozusagen hier Stirn und hier, wenn das alles warm ist, dann zirkuliert das Blut so richtig, dass du auch warm bleibst. Mhm. Natürlich. Und dann habe ich irgendwie diese Pulswärmer zu Hause gehabt und dachte, okay, ich stricke jetzt auch welche. Und bin dann tatsächlich zum in Prenzlberg damals noch in so einen Wollladen gegangen und habe mir nochmal erklären lassen, wie man Maschen aufnimmt. Und habe mir tatsächlich zeigen lassen, wie man rund strickt, was anders ist als gerade zu stricken. Mit 5 Nadeln oder genau, mit einer Rundnadel? Nee, mit 5 Nadeln, mhm, weil du kannst natürlich auch mit rund stricken, also mit Rundnadel. Aber ich habe damals mir das zeigen lassen, was auch so erstmal beim ersten Mal so ein bisschen behäblich ist, weil du musst diese 4 Nadeln mit der 5. dann so führen und immer wieder so wechseln. Und habe dann irgendwann den Dreh drauf gehabt, habe mir dann bunte Wolle gekauft und habe so geringelte Pulswärmer gemacht, die so ganz schön aussahen, wenn man so dunkel angezogen ist, hast du da so ein Tipping an Color, mhm, ja. Und dann fanden das meine Freunde irre toll. Ich habe da auch ein bisschen Glitzer reingemacht und so Neon reingemacht. Vor allem Neon war zu dem Zeitpunkt in Berlin ganz groß und ganz... Ist es immer noch oder wieder? Immer. Berlin, ja, ist, glaube ich, Neon. Und auf jeden Fall fand das jeder gut. Und irgendwie habe ich dann dem einen Freund und der anderen Freundin das geschenkt. Und so hat sich das verselbstständigt. Und die eine Freundin und der andere Freund haben tatsächlich im Vertrieb gearbeitet. Und wenn die sozusagen on Tour waren, hatte ich schon den ersten Kunden, bevor ich eigentlich wusste, wer ich bin sozusagen. Weil die meinte, du, ich habe da einen Laden, der hieß, glaube ich, Zeitmaschine oder Zeitalter in Nürnberg. Ich weiß nicht, irgendwas mit Zeit. Und die riefen mich dann an und dann hatte ich schon meine erste Order. Und so ähnlich war es auch mit der Presseveröffentlichung, weil ich die kannte und die kannte. Und dann hat sie gesehen, dass ich das habe und hat es fotografiert. Also so hat sich das über so einen Bekanntenkreis und diese Wege, die man sozusagen gegangen ist, und das Netzwerk, was man da hatte, hat sich das von alleine zu dem entwickelt, was es jetzt heute ist. Ja. Ein großer Sprung gewesen, ne? Naja, nö, ich bin ganz erleichtert, dass wir das schon mal abgeklärt haben. Alles, was jetzt noch on top kommt, ist sozusagen die Zugabe, die Details. Denn hat es nicht gleich so richtig funktioniert. Du hast zwar einen super Start gekriegt, du hast einen Messestand geschenkt bekommen von 2 Freunden. Ja. Wie auch immer. Ja. Jedenfalls hast du da auch gleich, glaube ich, 3 internationale Kunden gehabt. Ja, ich dachte, ne? Mir gehört die Welt. Ich dachte, also ganz ehrlich, das glaube ich. Ich erobere die Welt mit meinem Strick. Ich hatte einen Kunden aus Japan und eins der besten Läden, Isetan, das ist so wie KDW. Mhm. Und dann hatte ich einen Kunden aus New York, der nicht so nett war. Und der hat die Order nicht abgenommen, glaube genau, ich. Genau, ne? Und einen aus Italien. Und der aus Amerika, also die hatten auch irrsinnig viel bestellt. Und die New York haben, also wirklich, das war eine Riesensumme für mich damals. Weil ich hatte, als ich angefangen habe, hatte ich 6.000 Euro noch gespartes und habe das sozusagen zum Einsatz genommen für den Aufbau meiner Firma. Und habe das ja auch so über von der Hand in den Mund so jongliert, weißt du, rechts, links, irgendwie den Kronen, die Groschen von rechts nach links, Groschen gibt es ja nicht mehr, aber die Pfennige, gibt es Pfennige noch? Oh, Cents heißen die jetzt. Von rechts nach links irgendwie geschwungen und als diese Aufträge da standen, dachte ich, wow, also pff, das gibt's ja gar nicht. Und die Amerikaner haben es tatsächlich dann später aus Zollgründen nicht abgeholt. Mhm. Und die hast du dann im Auto, du bist dann, wenn das stimmt, die Erzählung, ja, bist du dann damit sozusagen im Auto rumgefahren und hast das dann... Ja, du, ich saß im Grunde genommen auf einer riesengroßen
handgestrickten Produktion, die ich wirklich mit Mühe und Not produziert hatte, weil ich habe damals noch das Garn, die ersten Garn habe ich noch im Strickladen gekauft, also nicht zum EK. Nee, das ist teuer, klar. Das ist teuer. Dann und das hatte ist zeitaufwendig. Und dann musste ich mir Leute suchen, die das stricken. Mhm. Da gab es schon währenddessen wahnsinnige Probleme, weil ich habe nicht genügend Handstricker gefunden, hatte aber eine Strickerin, die eine Handstrickmaschine hatte. So, das durftest du als Handarbeit noch titulieren, weil sie an der Maschine sozusagen eine Handmaschine tatsächlich Handarbeit leistet. Das war für mich damals natürlich, musste ich alles selber machen mit keinen Mitteln. Und dann hatte ich diese Produktion fertig und die wurde nicht abgeholt. Und das war natürlich, also jetzt bin ich tot. Also jetzt habe ich alles eingesetzt, jetzt ist vorbei. Und dann habe ich mich tatsächlich mit meinem damaligen Freund und dem Vater meines Kindes in seinen alten Benz gesetzt und dann sind wir halt von Stadt zu Stadt und hatte vorher natürlich angerufen, beziehungsweise das ist fast gelogen, weil er kam aus Hamburg und dann ist er mit dem Schal zu Petra Teufel als Vorlage und die haben gesagt, interessant, und dann sind wir zu Petra Teufel. Ich weiß nicht, du warst ja in Hamburg, du weißt, was Petra Teufel ist. Nee, mit Mode bin ich. Ach so, okay, nicht das so. War so der Topladen in Hamburg damals, so mit Dries van Noten und so den ganzen Japanern und so. Wirklich chic und so wirklich high-end. Da hattest du dann einen Fuß in der Tür. Aha, und dann bin ich da so und dann hatte ich einen auf Sylt, auch einen Superladen. Und so hat's begonnen. Das war nämlich gut, denn wie du es erzählt hast, klang es so, als wäre es ohne Hindernisse gelaufen. Und jetzt dieses etwas am Anfang, dass es sich dann doch hingezogen hat, das ist schon ganz gut. Ich glaube auch für Leute, die selbst ein Business aufmachen wollen, zu hören, okay, es gab dann doch Hindernisse und Schwierigkeiten. Gut, da kamen so viele Hindernisse. Nach 15 Jahren könnte ich dir von 300.000 Hindernissen, die ist länger als die Liste, die du mich gefragt hast mit 8 Titeln. Also die Hindernisse waren groß, aber du darfst dich, glaube ich, über die Hindernisse, also durch die Hindernisse nicht so abschrecken lassen. Und die so in so einen tiefen Tal, also einfach weitermachen, weil sonst geht's ja nicht weiter. Lovebirds hast du mitgebracht. Want You in My Soul steht wofür? Ach, das ist auch ein super Song, den ich sehr gerne höre, wenn man mit Freunden zusammen ist, vor allem wenn die Sonne aufgeht. Aha, das heißt, die Nacht wurde durchgemacht. Absolut. You're just something we can barely see. There's something missing in the way we feel. And I have noticed in myself that I can't let it go. Wanna make a difference and believe in what we're gonna show. Gotta understand how things could be this way. You make a difference in a different way. And I've been feeling how you show your love for me so easily. Now I know how we could be forever caught in time. Give me something, I can feel it in my... Lena Pedayesh ist heute hier zu Gast. Ihr gehört das Modelabel Lala Berlin. Und du hast uns was zur Verlosung großzügigerweise mitgebracht. Und zwar drei Masken, drei Atemschutz-Mund-Nase-Masken, die auch fast mit diesem typischen Signature-Muster deiner Firma zu tun haben. Erzähl mal, was ist das? Was hat es damit auf sich? Ihr habt auch Geld gespendet. Ja, wir haben 100.000 Euro tatsächlich gesammelt, seitdem wir die Masken sozusagen das erste Mal produziert haben. Als der erste Shutdown kam und diese ganze Maskenpflicht gekommen ist, wollten wir Masken oder haben wir mit diesem Thema gesprochen und dann wussten wir aber relativ schnell, wir wollen einfach daraus keinen Profit machen, weil ich möchte nicht mit einer Pandemie, mit Sorgen anderer Menschen im Grunde genommen Geld machen. Mhm. Und fand es aber schade, dass wir es doch nicht machen können oder wollen, weil es doch irgendwie auch so ein Teil war, was jeder haben wollte und Leute auch nachgefragt haben. Also haben wir gesagt, okay, wir spenden das Geld einfach. Wir machen das mit unseren Reststoffen, die irgendwo liegen, sozusagen. Deswegen müssen wir nichts extra neu produzieren und verschenken beziehungsweise spenden das Geld und haben verschiedene Organisationen gesucht, die sich einsetzen für Kinder und Frauen, die unter häuslicher Gewalt gelitten haben, gerade zu der Zeit des Covids, weil ich als Mutter im Grunde genommen zu Hause saß. Mir ging's wunderbar. Ich hatte ein Kind, das zu Hause easy ihre Schulaufgaben machen konnte über einen Computer und dachte mir, was ist mit diesen armen Kindern und diesen armen Müttern, die eventuell einen alkoholisierten Vater haben oder auch umgekehrt. Es gibt auch alkoholisierte Mütter, die ihre Kinder schlagen oder auch ihre Männer schlagen. Gibt's auch, ja. Und das waren so die Gedanken, die dann sozusagen dazu geführt haben, dieses Geld, diese Spende an genau diesen Organisationen zu geben. Wir haben uns 4 Organisationen aus Berlin ausgesucht, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen.
Und genau, und haben dann das Geld gesammelt und für mich war das ein Riesenerfolg. Also für mich war das zum ersten Mal so, als ich die Zahl gehört habe, dachte ich, wow, das gibt's doch gar nicht. Als wir drüber gesprochen haben, dachte ich, okay, ja, wenn wir 10.000, 15.000 Euro zusammenkriegen, ist ja super. Und als diese Zahl 100 auf dem Tisch stand, dachte ich, unglaublich, das gibt's doch gar nicht. Und macht ihr noch weiter, weil ich kann mir vorstellen, wenn das Leute jetzt hören, die auch, also ich kenne unglaublich viele Frauen, die auf die Mode stehen, die du machst, die ihr macht, die auch einen hohen Wiedererkennungswert hat. Also ich wusste nicht, dass es Masken von euch gibt. Produziert ihr die noch und verkauft ihr die noch? Ja, wir haben die jetzt gerade nochmal neu produziert. Und zwar haben wir neue Masken produziert, die parallel, die sind jetzt leider nicht aus den Reststoffen passiert, weil Kunden haben natürlich gefragt, ob sie parallel sozusagen zu der aktuellen Kollektion auch Masken haben können. Also ja. Gibt es jetzt welche, die genau die Stoffe haben, die okay. Wir auch im Laden haben, was vorher nicht so war. Alles klar. Aber nun gut, man passt sich an, ne? Es gäbe noch so viel. Wir könnten, aber vielleicht ist es auch ganz gut so, dass wir an diesem Punkt aussteigen. Ich komme gerne wieder. über Mode und Berlin zum Beispiel. Also ich finde es immer wieder erstaunlich. Diese Stadt hat so viele, beherbergt so viele kreative Männer und Frauen und was auch immer es dazwischen geben mag. Und so viele Ideen, so viel Fantasie, so viel Farbe und Formen. Und das war auch schon immer so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass das, was ich mitbekommen habe als jetzt nicht Mode-Insiderin durch was man immer wieder versuchte, dieser Stadt so was so überzuhelfen, so als wäre es so eine konstruierte Modemetropole. Nein, das ist es irgendwie so, die Modemetropole der Herzen, des Improvisierten, des Eklektischen, finde ich. Aber als Modemetropole, das kannst du ja vielleicht sagen, hoffentlich ohne Nestbeschmutzerin zu sein, wird Berlin noch, glaube ich, nicht wahrgenommen in der Welt, oder? Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, Sachen aufzubauen mit einem Zwang von außen. Mhm. Ich glaube, viele Sachen müssen aus dem Innen sozusagen organisch wachsen. Und das ist das nicht gewesen. Das heißt, du kannst mit viel Geld zwar viel bewegen, aber Authentizität und Bestand muss es dadurch nicht haben. So, wir sind durch. Du musst mir jetzt noch kurz sagen, was dich mit Chili Gonzales, deinem letzten Song, verbindet. Und ich schaue jetzt hier mal in meinen Unterlagen, was wir jetzt gleich zur Preisfrage machen können. Denn wir verlosen ja drei deiner Masken. Also Chili Gonzales ist für mich ein großartiger Künstler, dessen Musik ich von morgens bis abends hören könnte. Und er ist wahnsinnig humorvoll. Und ich liebe es, auf seine Konzerte zu gehen, weil die so, also es ist ein super Entertainer. Und die Musik habe ich auch hoch und runter gehört, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben eine Preisfrage, wenn Sie eine der drei Masken von Dalla Berlin gewinnen möchten. Und die Frage hast du dir jetzt gerade selbst ausgedacht. Du musst sie natürlich echt geschickt stellen, dass du nicht die Lösung schon verrätst. Nee, die Lösung sage ich auf gar keinen Fall. Aber das ist eine der einer meiner Lieblingshassfragen. Warum heißt du Lala Berlin? Okay. Ist das war das ein... Ach so, du willst noch Multiple-Choice-Chancen geben. Ach so, nein. Ach so, ja, okay, nee. Also, wie kamst du auf diesen Namen Lala Berlin? Gut, okay, das kann man tatsächlich herausfinden. Schicken Sie die richtige Lösung bitte an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer rein und Ihre Adresse bitte auch. Und ja, viel Glück. Und vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Es war sehr, sehr schön mit dir. Tschüss. Tschüss.